Norwegen liegt vor dem 11. Wettkampftag mit 11 Goldmedaillen in Führung, dicht gefolgt von Deutschland. Am Dienstag bietet sich für das Team D die Chance aufzuholen. Pyeongchang, das deutsche Team, hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang am Dienstag erneut gute Chancen, seine Medaillenbilanz auszubauen. Vor allem den nordischen Kombinierern mit Olympiasieger Erik Frenzel an der Spitze ist ein Platz auf dem Podium nach dem Springen von der Großschanze und dem 10-Kilometer-Lauf zuzutrauen. Auch die Biathleten wollen mit der Mixed-Staffel in den Kampf um Edelmetall eingreifen. Zweikampf, Erik Frenzel versus Johannes Rüsek. Es ist das ewige Duell zwischen den beiden Ausnahmeathleten im deutschen Team der nordischen Kombinierer. Nach dem Olympiasieg von Frenzel auf der Normalschanze will Rüsek nun auf der Großschanze zurückschlagen. Die Trainingsergebnisse lassen dies erahnen. Der Bundestrainer darf sich freuen. Ähnlich lief es schon in der Vergangenheit. Frenzel gewann 5-mal in Serie den Gesamtweltcup. Rüsek krönte sich mit 4 Titeln in Lahti 2017 zum Rekordweltmeister der nordischen Kombination. Aber Vorsicht! Auch der japanische Weltcup-führende Akito Watabe will in den Kampf um Gold noch eingreifen. Nächste Chance. Bislang waren die deutschen Biathleten bei Olympia echte Medaillengaranten. In 8 Einzelrennen gab es für die Skijäger 6-mal Edelmedaille. Diese Serie soll mit der Mixed-Staffel fortgesetzt werden. Doch die Konkurrenz ist groß. Vor allem Norwegen und Frankreich sind sehr stark einzuschätzen. Als Weltmeister muss sich das Quartett des deutschen Skiverbandes aber nicht verstecken. Was sonst noch passiert? Im Eistanz fällt die Entscheidung, Chancen auf eine Medaille hat das deutsche Barca Vital Lorenz und Panayotis Politsoakis aber nicht. Die Kanadier Tessa Virtue und Scott Moir sind die Favoriten. Bei den Ski-Freestylern werden die Medaillen auf der Halfpipe vergeben. Sabrina Kakmakli belegte in der Qualifikation Platz 7 und will sich noch steigern. Außerdem steht die 3000 Meter Staffel der Damen im Short Track auf dem Programm. Die IPM Digital Zentralredaktion berichtet rund um die Uhr in ihrem Live-Ticker über Olympia 2018. Außerdem haben wir für Sie zusammengefasst, wann und wo alle Wettkämpfe live im TV laufen und welche Entscheidungen heute fallen. Den aktuellen Medaillenspiegel finden Sie hier. Deutsche Presseagentur.